irgendwie rieche ich schon die brennenden Mandeln, irgendwie spüre ich schon im Hals, wie es runterläuft, das gute Bier, die knusprigen Händel, die Riesenstimmung, Riesengaudi, unser Oktoberfest, unser Wiesn ist beginnend am kommenden Samstag, da gute 14 Tage und das Leben ist in München. Rundum durch Schnee, rundum durch frei. Und was gehört dazu? Eine gescheite Tracht, ein gescheites Gewand. Burschen und Mädels, schaut zum Herrn, was ich heute habe. Einen Trachtenjanker. Und dieser Trachtenjanker ist super, ein Unikat. Münchner Qualität, Münchner Geschichte und macht das am Chiemsee. Nichts in Indonesien, nichts in Vietnam, nichts gegen die Länder. Aber hiesig ist griebig, griebig ist schön. Da bin ich extra Zettelchen als Liebe zu München.de oder mein Franz Münchinger.de im Internet kannst du diesen wunderbaren Trachtenjanker, den es übrigens in zwei verschiedene, in drei verschiedene Farben gibt. Einmal grau, super schön, einmal hellbraun und einmal grau, klassisch. Ihr seht es selber, ich bin Ozon, also eigentlich kann man schöner gar nicht Ozon sein. Bin ich halt so verrot, dass diese Leute, die den wunderbaren Janker verkaufen, produzieren, herstellen, weitergeben an euch, dass ihr auch schon Ozon seid, in der Ockhamstraße, direkt an der Münchner Freiheit, Nummer 2, einen Laden haben, wo man es kaufen kann oder übers Internet bestellen kann, dann werdet ihr sicher sagen, mein der Tipp vom Didi war halt wieder pfundig, passend. Schon wissen, das war's schon wieder. Kurz und bündig, wer so ein schöner Janke will, der braucht nicht verzichten drauf. Den kriegt man, den haben wir und den kann man haben. Führt euch gut, meine Unterstützung habt ihr, mir steht das auch gut. Ich darf mich selber einschätzen als pfundigen Münchner Burschen. Lasst uns wissen angehen, führt euch gut.